Wenn die Kaltenkirchener Bank zum Oktoberfest einlädt, wird in der Stadt 2 Tage lang gefeiert. Am Samstag hieß es im Festzelt, O-Zapft ist und die Wiesengaudi nahm kein Ende. Sebastian Bock, Marketingleiter der Kaltenkirchener Bank, freute sich über die zahlreichen Gäste. Ja, wir sind so super zufrieden mit dem Oktoberfest, haben ja ein strahlendes Wetter hier gehabt, ganz, ganz tolle Stimmung, ist immer ein sehr friedliches Fest. Alkohol fließt zwar, original Oktoberfestbier, aber das hält sich alles so in Grenzen, dass wir noch alle friedlich zusammen feiern können hier. Ja, wir sind zwar immer eine typische Bank, aber wir sind eben auch doch ganz anders. So, und das ist ein Punkt, wo wir eben ganz anders sind als andere Banken. Wir wollen hier mit unseren Kunden und auch mit den noch nicht Kunden feiern, ein paar nette Stunden bei guten Gesprächen und bei kühlem Bier dann verbringen. Und ja, das ist für uns immer eine tolle Gelegenheit, mit unseren Kunden auch ins Gespräch zu kommen. Am Sonntag stand die Familie im Vordergrund. Viele Attraktionen waren speziell auf die kleinen Besucher abgestimmt. So gab es Dosenwerfen, Lebkuchenbasteln und musikalische Unterhaltung.